Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Namen des Länderbüros Hessen und Rheinland-Pfalz, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Hessischen Karl-Hermann-Flach-Stiftung darf ich Sie heute Abend wieder einmal herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Web-Talk. Mein Name ist Cornelia Elz, ich bin Referentin in unserem Büro in Wiesbaden und freue mich über Ihr Interesse an unserem heutigen Talk unter dem Titel Chancen und Probleme von Migration und Integration. Unter diesem Titel wollen wir heute Abend über verschiedene wichtige Fragen diskutieren, denn Deutschland ist ein Einwanderungsland. Händeringend werden hier Arbeits- und Fachkräfte gebraucht. Zugleich ist Deutschland aber auch Ziel für viele Menschen, die vor Gewalt, Krieg und Armut und auch zunehmend den Folgen des Klimawandels fliehen und hierzulande Asyl beantragen. Migration und Integration prägen unsere Gesellschaft. Das Land verändert sich. Verschiedene Kulturen und Religionen nehmen nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander. All diese Veränderungen bringen Chancen mit sich, aber auch Probleme und Konflikte. Die stetig wachsende Zahl von geflüchteten Menschen überfordert die finanziellen und logistischen Möglichkeiten vieler Kommunen. Das Zusammenleben verschiedener Kulturen und Lebensstile führt manches Mal zu Konflikten. Nicht selten spielt dabei auch die Religion eine bedeutende Rolle, etwa wenn es um Frauenbilder oder Geschlechterrollen im Islam geht. Wie aber kann Migration und Integration gut gelingen? Wie ist es möglich, gerade auch die Religion, zum Beispiel den Islam, positiv in die deutsche Gesellschaft zu integrieren? Welche Beispiele im Sinne von Best Practice, gelungene Kooperationen der verschiedensten Partner auf dem Feld der Integration gibt es? Welche Rolle spielt dabei der Bildungsbereich, beispielsweise der Besuch von Kitas, gezielte Sprach- und Sozialförderung von Kindern und Jugendlichen? Viele, viele Fragen über all diese und weitere wollen wir heute Abend mit unseren Diskutanten auf dem virtuellen Podium sprechen. Und ich darf Ihnen allen erstmal an dieser Stelle sehr, sehr herzlichen Dank aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. Umso mehr freuen wir uns darüber. Und ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Ich begrüße sehr herzlich Frau Karima Hayo Fischer. Sie wechselte nach dem Studium der Islamwissenschaften in Köln und Jerusalem 2016 von der freien Wirtschaft in den Schuldienst. Sie unterrichtet seit 2017 islamische Religion und Englisch am Dreikönigsgymnasium in Köln. Sie ist stellvertretendes Mitglied in der Kommission für islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen. Liebe Frau Hayo Fischer, herzlich willkommen. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Ahmad Milad Karimi. Er wurde 1979 in Kabul geboren, studierte Philosophie und Islamwissenschaft und ist ordentlicher Professor für Kalam, islamische Philosophie und Mystik an der Universität in Münster. Er ist stellvertretender Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster, Leiter der internationalen Muhammad Iqbal Forschungsstelle. 2019 erhielt er den Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz der Universität Potsdam. Auch Ihnen, lieber Herr Professor Karimi, herzlichen Dank und herzliches Willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich den Landtagsabgeordneten Janki Pürsün. Er ist Mitglied im Hessischen Landtag für die Freien Demokraten, dort Sprecher für Soziales, Gesundheit und Integration. Er ist zudem Mitglied der Integrationskonferenz und ehrenamtliches Mitglied im Expertenpool des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Lieber Herr Pürsün, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit für uns nehmen. Und ein großer Dank, wie immer, auch an unseren Moderator Meinhard Schmidt-Degenhardt. Er war über viele Jahre hinweg beim Hessischen Rundfunk tätig. Seit 2016 ist er freiberuflich als Moderator, Coach und Interviewtraining tätig und heute Abend einmal wieder bei uns als Moderator im Einsatz. Lieber Meinhard Schmidt-Degenhardt, auch dir herzlich willkommen und großen Dank. Und nun, wie immer, abschließend noch ein paar technische Hinweise. Wir sind heute Abend live auf YouTube plus freiheit.org. Der Veranstaltung wird aufgezeichnet. Und Sie haben die Möglichkeit, als Zoom-Zuschauer Ihre Fragen via der Frage- und Antwort-Funktion, Sie finden dort im Zoom unten einen kleinen Button, die Fragen werden von Herrn Schmidt-Degenhardt dann mit in die Diskussion aufgenommen. Und wir bemühen uns, so viele Fragen wie möglich, je nachdem, wie viele gestellt werden, sehen Sie es uns nach, wenn nicht alle vielleicht berücksichtigt werden können. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über Ihre zahlreichen Rückmeldungen und möglichst kurze Fragen, je kürzer und knapper und knackiger, wie ich immer schon sage, umso besser, umso mehr können wir nämlich auch aufgreifen. Vielen lieben Dank Ihnen alle für das Interesse an diesem wichtigen Thema. Ich wünsche uns und Ihnen ein spannendes, vor allen Dingen erkenntnisreiches Gespräch und darf nun das Wort weitergeben an Meinhard Schmidt-Degenhardt. Schönen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Cornelia Elz, für die Begrüßung und auch meinerseits.
Ihnen allen da draußen an und vor den Bildschirmen einen wunderschönen Sommerabend. Danke, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie dabei sind. Und natürlich ein herzliches Willkommen an meine drei Gäste, Frau Hajo Fischer, lieber Herr Karimi und Herr Pürzin. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ins Gespräch ein. Migration, Integration, Stichwort Integration. Sie alle drei haben, ja, wie sagt man das, einen familiären Migrations-, Integrationshintergrund, je nachdem, oder zumindest in den Familien. Und deswegen bin ich mal ganz indiskret beginne mit einer ganz persönlichen Frage. Frau Hajo Fischer, von Ihnen weiß ich, Sie sind in Deutschland geboren, Wurzeln in Ihrer marokkanischen Familie. Integration. Haben Sie, wie sagt man das so schön, eine Integrationsleistung vollbringen müssen oder wie haben Sie das erlebt? Was ist Integration in Ihrem Leben? Natürlich musste ich sehr früh mich schon damit beschäftigen. Das hat schon in der Schule angefangen. Also da habe ich so die ersten Erfahrungen damit gemacht, dass man immer mehr leisten musste als seine Mitschüler, als die Mitschüler und Mitschülerinnen. Und ich habe mich auch sehr, sehr früh damit beschäftigt, inwiefern ich mich noch integrieren muss, wenn ich eigentlich schon so weit bin, dass ich hier zur Schule gehe und dann auch mein Abitur hier gemacht habe. Und irgendwann fühlte ich mich integriert. Also es gab für mich dann nicht mehr, stellte sich die Frage gar nicht mehr, ob ich mich noch integrieren muss oder ob ich integriert bin. Ich fühlte mich als Teil dieser Gesellschaft, zumal ich eben auch die deutsche Sprache spreche und oder auch mehrsprachig aufgewachsen bin. Und den Konflikt, den man so spürt als junge Frau oder als Schüler oder als junger Mensch mit anderen Wurzeln, das war mehr so im Sinne von, wann bin ich deutsch? Also ich habe marokkanische Wurzeln, ich habe eine muslimische Erziehung genossen, ich bin aber hier auch zur Schule gegangen und für mich stellte sich immer die Frage, ja, wann heißt es, wann bin ich deutsch, wann wird nicht mehr davon gesprochen, dass ich mich noch integrieren muss? Ich habe eigentlich schon für mich damit abgeschlossen. Darf ich noch mal ganz kurz fragen, bei Ihnen in Deutschland geboren, ja, der Name wahrscheinlich, der hat immer wieder irritiert, dass gefragt wurde, warum hast du so einen Namen, Karima, Hajo, so, oder was war der Anlass in der Schule? Ja, genau, das war es ja auch. Ne? Also ich glaube, das wird auch lange so bleiben, dass Menschen, die einen muslimischen Hintergrund haben und oft auch noch weiterhin muslimisch geprägte oder arabisch geprägte oder türkisch geprägte Namen tragen, immer damit konfrontiert werden. Wo kommst du eigentlich ursprünglich her oder wo liegen deine Wurzeln? Ich denke, das würde aufhören, wenn wir uns nicht mehr Karima und Mohammed nennen, sondern Michael und Jacqueline oder Michaela. Ich denke, das ist eine Frage an die deutsche oder Aufnahme- oder Mehrheitsgesellschaft, damit eigentlich das zu akzeptieren, dass es eine Vielfalt in dieser Gesellschaft gibt und dazu gehören auch eben andere Namen zu haben als die deutschen Namen. Jetzt komme ich rüber zu Herrn Karimi. Milad Karimi, da haben wir schon wieder so zwei Namen, Vorname und Nachname. Das macht natürlich sofort die Assoziation. Herr Karimi, ja, in Deutschland sind Sie, glaube ich, nicht geboren. Sie sind mit 13, 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Integration. Erzählen Sie ganz kurz in Ihrer Biografie. Haben Sie das Gefühl, Sie haben sich integrieren müssen? Zum Glück war für mich dieser Begriff fremd, weil ich auch nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen war, sondern erst mit 15 Jahren in Deutschland angefangen habe, die deutsche Sprache zu lernen. Als Flüchtling aus Afghanistan, hier angekommen in einem Containerlager. Und alles, was gelungen ist danach, wenn etwas gelungen ist, war entweder dem Zufall geschuldet oder Menschen, die zufällig in meiner Umgebung waren, die interessiert waren oder die Sorge meiner Eltern. Aber es gab keine strukturelle Unterstützung, keinen Integrationsmechanismus, keine, wenn Sie so wollen, keine offene Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, die Menschen aufnimmt, prägt und begeistert für ein neues Zuhause. Sondern ich bin auf eine Hauptschule gegangen, wo denn sonst? Keine andere Schulform hätte mich aufgenommen ohne Deutschkenntnisse.
Und ich musste in der Tat einen Hauptschulabschluss machen, durfte keine Realschule danach besuchen, gab es auch nicht in Darmstadt so ganz einfach, sondern ich musste eine Berufsfachschule besuchen mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik. Nach einem Jahr konnte ich dann erst wechseln zu einer Realschule, habe Realschule abgeschlossen und dann bin ich erst mit einem Gutachten zu einem Oberstufengymnasium und dort mein Abitur gemacht. Und gefördert wurde ich auf jeder Schule durch irgendeinen Lehrer oder Lehrerin, die hinter jedem, glaube ich, erfolgreichen migranten Menschen zu finden sind. Sie waren da, sie haben mehr gesehen als einfach ein Ausländer, der hier ist und nicht der deutschen Sprache mächtig ist, eine andere Religion hat, eine andere Kultur genossen hat, sondern sie haben einfach den Menschen gesehen, der suchend ist. Dem bin ich dankbar. Sie gehören auch zu meinem Deutschland, zu meiner Integrationsgeschichte. Aber die Frage, die Sie, glaube ich, im Hintergrund auch mittragen, ist, inwiefern fühle ich mich integriert oder wie bin ich, das kann ich durchaus immer noch nicht beantworten. Denn ich will auch in gewisser Weise auch gar nicht integriert sein. Denn wohin denn? Ich glaube, irgendein Verein, der mich aufnehmen würde, da würde ich schon aus Prinzip da nicht Mitglied werden wollen, wie Woody Allen es einmal gesagt hat. Und ich würde mich gerne integrieren, aber ich wüsste nicht, was sind die deutschen Ideale, das, was Deutschland eben ausmacht. Da bin ich sehr, sehr gemischt geprägt. Ich liebe deutsches Denken, deutsche Philosophie. Ohne Hegel kann ich mir mein Leben nicht vorstellen, aber genauso auch ohne Camille Claudel nicht und ohne Rilke nicht und ohne Nusrat Fateh Ali Khan nicht. Und ohne Yunus Emre nicht. Also da ist es zu trennen, zu sagen, das ist das, was dich ausmacht, diesen Deutschtum, dagegen bin ich schon von vornherein und bin eher sozusagen in diesem Struggle-Moment. Und das macht vielleicht eine offene Gesellschaft letztlich auch aus. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Karimi. Spannende Frage, Integration eigentlich, wohin eigentlich integrieren, wo oder sollen sich die Menschen gefälligst integrieren? Werden wir gleich nochmal aufgreifen. Herr Pürsün, jetzt würde ich bei Ihnen auch in die Biografie nochmal gehen. Sie haben erzählt, Sie sind ja auch in Deutschland geboren, türkische Familie, Ihr Vater kam damals nach Deutschland. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie irgendwann beweisen müssen, dass Sie integriert sind oder wie ist das bei Ihnen? Ja, ich glaube, man muss da immer auch die Rolle der Eltern mit betrachten oder sehen. Wie Sie gesagt haben, mein Vater kam Anfang der 60er zum Deutschlernen. Und sollte eigentlich zurück in die Türkei, um dann dort als Journalist dann weiter zu berichten, aber ist in Deutschland geblieben, um aus Deutschland heraus über Europa und Deutschland zu berichten. Ich bin Jahrgang 72 und in den 70ern und eigentlich auch so Anfang der 80er Jahre gab es das Wort Integration ja gar nicht. Denn die Gastarbeiter, die Ende der 50er, Anfang der 60er gekommen sind, die sollten sich ja gar nicht integrieren. Und die sollten eigentlich auch gar nicht Deutsch lernen, zum einen, weil sie ja nicht bleiben sollten und zum anderen, weil das eher problematisch war, auch für die Arbeitgeber, aber auch teilweise für die Gesellschaft, wenn alle Deutsch lernen, weil sie dann vielleicht zu viele Fragen stellen oder nach ihren Rechten fragen. Deswegen war damals Integration gar kein Thema. Bei mir war es natürlich auch so, wie bei Millionen anderen Menschen, dass es immer wichtig ist, dass man Menschen um sich herum hat, die einen auch fördern. Und was sehr interessant war, als junger Kind, ich hatte eine Nachbarsfamilie und im Prinzip den ganzen Tag waren wir immer zusammen, zwei Freunde. Und dann sagte die Mutter irgendwann, warum werdet ihr eigentlich nicht Deutsch? Und das war eine Frage, die wir uns damals noch gar nicht gestellt hatten. Und ich fand das, ich konnte mit der Frage erstmal nichts anfangen, fand das auch so auf Tour, werdet ihr anders, müsst ihr anders werden? Und mein Vater hat sich dann darum bemüht, sind da auch sehr früh eingebürgert worden. Meine Mutter war da nicht sehr glücklich, weil sie das so ein bisschen als Schnitt empfunden hat. Aber es hat natürlich unheimlich viel verändert und man konnte eigentlich danach sehr viel mehr man selbst sein, weil man dann rechtlich auch gleichgestellt war und weil dann gar nicht mehr so die Frage war, gehörst du dazu oder nicht oder bist du einer von uns, bist du Teil von Deutschland und so weiter. Das hat, glaube ich, viel auch bei uns verändert. Die Frage der Integration hat sich da nie gestellt, weil man war einfach als man selbst dann auch Teil des Ganzen. Das hat es natürlich sehr befördert. Ich kann zur Sprache noch sagen, ich habe zwei Brüder, die sind älter als ich. Die kamen in den Kindergarten und haben erst ganz wenig Deutsch gesprochen, was dann zu gewissen natürlich lustigen auch Situationen geführt hat. Das hat dann meine Eltern dazu gebracht, zu sagen, wenn der
nächste Sohn in den Kindergarten kommt, dann soll er perfekt Deutsch sprechen. Das heißt, ich habe dann sehr gut Deutsch gesprochen und schlecht Türkisch. Und von daher hatte ich da in dem Sinne auch gar keine Integrationsprobleme. Die Probleme gab es dann erst so ein bisschen später in der Schule, auch gar nicht so mit den Mitschülern, sondern eher mit den Lehrern, die einen dann anders behandelt haben, sodass man im Laufe der Zeit schon die ein oder andere diskriminierende Erfahrung gemacht hat, obwohl man sich selbst komplett integriert gefühlt hat. Die diskriminierende Erfahrung zu machen, obwohl man sich selbst integriert fühlt. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, das, was Sie drei jetzt erzählt haben, und jetzt in die Gegenwart gehen. Cornelia Elz hat vorhin gesagt, klar, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Frage ist nur, Deutschland hat das schon begriffen. Wo stehen wir da eigentlich heute? Frau Hajo-Fischer, Sie sind ja Lehrerin. Sie haben mit der Generation, mit der zweiten, dritten Generation zu tun. Wo würden Sie heute die Herausforderung, wenn wir, David, nehmen ruhig diesen Begriff Integration bei aller Fragwürdigkeit. So, ist das ein Thema? Und wenn ja, wo sind da heute die Problemhorizonte? Jetzt in Bezug auf Schule ist es erstmal sehr schwierig, zumal wir sind ja keine homogene Gesellschaft mehr, also auch nicht in der Klasse. Wir haben keine homogenen Klassen. Sie sind sehr vielfältig, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder ohne. Bei dem Begriff Migrationshintergrund ist das ja auch immer so, also dieser Begriff sagt ja weder etwas darüber aus, welcher sozialen Schicht jemand oder die Schüler angehören, noch über welche Ausbildung die Eltern oder die Eltern zum Beispiel verfügen oder ob sie eben auch als Teil sich als Teil der Gesellschaft fühlen. Ne? Das heißt also, diese Schüler kennen erstmal nicht dieses Gefühl, sich integrieren zu müssen oder den Begriff Integration. Wenn man sie aber damit konfrontiert, was ich schon mal einige Male auch mache im Unterricht, zumindest im islamischen Religionsunterricht, dann sind sie ein wenig überfordert, weil sie gar nicht wissen, was damit gemeint ist, also inwiefern sie sich integrieren sollen. Sie fühlen sich schon als Teil der Gesellschaft, ne? Sie sprechen die deutsche Sprache, gehen hier zur Schule, sind zum größten Teil auch schon deutsche Staatsbürger, also haben die deutsche Staatsbürgerschaft und sehen sich auch als deutsch. Das Problem ist, glaube ich, eher hier, dass sie sich auch als neben Deutsch auch als Türkisch oder Arabisch definieren durch ihre Eltern und ihre Großeltern. Und dadurch entsteht ein Konflikt, also vermeintlich Konflikt, den eigentlich wir, also die Außenwelt, auch suggeriert und sagt, ja, entweder seid ihr Deutsch oder ihr seid Türkisch oder Arabisch. Und ich glaube, diese Ambivalenz, die da bei den Schülern herrscht, die müsste man ihnen nehmen, indem man ihnen sagt, ihr könnt deutsch sein und ihr könnt türkisch sein und ihr könnt auch muslimisch sein. Also heißt das mal ganz kurz noch gefragt, das bedeutet, dieser Konflikt ist eigentlich ein von außen herangetragener. Genau, es ist ein von außen herangetragener, sie nicht so akzeptiert werden, wie sie sind. Das heißt, sie werden nicht angenommen, wie sie sind, sondern es heißt, ihr müsst euch noch anpassen. Aber es ist halt eben kein Anpassungsprozess. Also Integration ist ja nicht sich assimilieren oder anpassen, sondern das beruht auf gegenseitige Verständigung. Und dazu gehört auch, die Schüler mit ihren unterschiedlichen Kulturen und mit ihrer unterschiedlichen Herkunft auch anzunehmen, wie sie sind, und das auch als Bereicherung zu sehen und nicht als eine Chance und Bereicherung zu sehen nicht als ein Hindernis. Wenn ich Chance und Bereicherung diese Stichworte nochmal aufgreife, Herr Karimi, die Situation 93, als Sie gekommen sind, Sie haben es vorhin geschildert, wenn ich jetzt mal in die Gegenwart heute schaue, 2023, würden Sie sagen, Deutschland hat es begriffen, dass es ein Einwanderungsland ist? Oder suchen wir immer noch verzweifelt Integration, wissen selber nicht, worin sich die Menschen integrieren sollen? Wo würden Sie heute, 2023, die Knackpunkte ausmachen? Vielleicht im Unterschied zu dem, was Sie damals erlebt haben, Herr Karimi. Ja, selbstverständlich hat sich die deutsche Gesellschaft weiterentwickelt. Also wir stehen nicht mehr in den 90er Jahren, obwohl manche Politiker immer noch in ihre Gesinnung in den 90er Jahren haben, die auch federführend sind. Aber dennoch sind wir hier weiter. Allein schon, dass wir nicht nur über den Begriff und über das Phänomen Integration diskutieren, sondern es hat sich auch einiges getan, auch in der deutschen Gesellschaft. Obgleich wir mit vielen Problemen konfrontiert sind, Diskriminierung ist sehr stark da, auch antimuslimische Diskriminierung, wie wir es seit kurzem auch durch einen großen Bericht jetzt erfahren durften.
für all diejenigen, die es nicht erfahren wollten, also jetzt ist er sozusagen amtlich in gewisser Weise, aber dennoch ist die deutsche Gesellschaft natürlich viel weiter. Wir sind offener, wir sind auch begriffen vielleicht in gewisser Weise, dass es die identitäre Zugehörigkeitsfantasien eines rechten Lagers eigentlich keinen Bestand und keine Zukunft haben kann. Wo wir aber immer noch sozusagen noch nicht so weit sind, nicht die ganze Reife haben, ist, wie wir eine offene Gesellschaft produktiv, effektiv und im Sinne eines Rechtsstaats auch gestalten können. Das heißt, wir haben natürlich eine deutsche Gesellschaft, die bunt ist, wie Frau Fischer auch erwähnt hat. Es ist bunt, es ist nicht homogen, es ist da, es ist viel Potenzial da. Wir haben viele Kulturen, viele Sprachen, viele Potenziale, viele ästhetische Momente hier in diesem Lande. Aber was machen wir mit ihnen? Da waren wir schon bei den Flüchtlingswellen vor einiger Zeit ja auch schon bereits überfordert. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben da, dass wir neue kreative Ideen entwickeln, wie wir unsere plurale Gesellschaft, offene Gesellschaft gemeinsam mitgestalten, ohne diese Gesellschaft als eine Gesellschaft ohne Zentrum zu sehen. Ohne klare Rechtsstaatlichkeit, ohne klare Kulturen und rechtliche Rahmenbedingungen, die natürlich für alle absolute Geltung haben müssen. Aber gerade dieser Geltungsanspruch gewährt auch zum Beispiel Religionsfreiheit. Oder haben wir jetzt mit dieser Vielfalt, Entschuldigung, Herr Karimi, ich würde das gerne aufgreifen. Sie haben gerade gesagt, haben wir als Gesellschaft eigentlich, Herr Pürsün, schon begriffen, diese Vielfalt, diese Chance, die da drin liegt. Was machen wir damit? Die Frage stelle ich natürlich auch an die Politik. Was machen wir damit? Wenn ich darüber nachdenke, wenn es um Integration geht, die Schlagzeile dieses Sommers, da wurde über Schwimmbadaggression gesprochen, von sogenannten migrantischen Männern, immer wieder Kopftuchdebatten, Clan-Kriminalität. So, hoppla, das kann es doch nicht gewesen sein. Was machen wir mit dem Potenzial, mit der Vielfalt, wovon Milad Karimi gerade gesprochen hat? Auch in den politischen Debatten, Herr Pürsün. Ja, da ist die Frage, ob die Politik eigentlich so weit ist wie die Gesellschaft. Es ist ja die Frage gestellt worden, haben wir schon verstanden, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um das Verstehen, sondern es geht auch um die Frage des Wollens. Wir haben bis vor kurzem, 30 Jahre lang, die Diskussion gehabt, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Und die Parteien, die Nein gesagt haben, haben gedacht, wenn sie Nein sagen, gibt es keine Einwanderung. Aber sie hat trotzdem stattgefunden. Und weil wir nicht die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen haben, auch gezielt einwandern zu können oder zu lassen, ist natürlich viel über das Asylrecht probiert worden. Und wer Nein gesagt hat zu Deutschland Einwanderungsland, hat eigentlich Deutschland keinen Gefallen getan. Das ist heute anders. Ich glaube, jeder in Deutschland weiß, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben und dass wir Einwanderung brauchen. Es gibt natürlich einen skeptischen Teil der Bevölkerung, der nicht glaubt, dass die Politik es gut regeln kann oder will. Aber diese Diskussion, Deutschland ist kein Einwanderungsland, hat darüber hinweggetäuscht, dass wir Vielfalt brauchen und auch Vielfalt haben können. Wenn wir in die Wirtschaft schauen, ist die Wirtschaft viel weiter. Da will niemand, dass nur 50- bis 65-jährige Männer aus einer Region Deutschlands, die alle gleich sind, die Wirtschaft leiten und alle zusammen in Teams arbeiten, weil da kommt nichts Innovatives raus. Die Wirtschaft schaut darauf, dass die Geschlechter ausgeglichen sind, dass das Alter ausgeglichen ist, unterschiedliche Hintergründe, dass man auch sagt, wir wollen Menschen aus ganz anderen Berufen, weil das die Innovationskraft Deutschlands stärkt und wir haben zu wenig Innovation in Deutschland. Das heißt, wir brauchen mehr Vielfalt. Wir brauchen Menschen, die auch anders denken, die anders an Probleme herangehen, die Probleme anders lösen. Und davon können wir profitieren. Und ich glaube auch, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann gefährden wir auch unseren Wohlstand. Wir glauben, dass wir uns ausruhen können und auf alle Ewigkeit eins der reichsten Länder Europas bleiben. Nein, das ist gefährdet, wenn wir nicht diese Chancen auch proaktiv nutzen und Einwanderung auch zu unserem Vorteil nutzen und natürlich auch regeln. Habe ich das eben bei Ihnen richtig rausgehört, dass Sie sagten, dass auch Politik da noch ein bisschen hinterher war oder hinterher gehinkt hat, hinter Teilen der Gesellschaft, aber vor allem hinter der Wirtschaft auch?
Dann können wir aber vielleicht gerade auch bei den aktuellen Debatten nochmal bleiben, gerade in diesem Sommer. Ich hatte das Gefühl, dass Politik immer ganz schnell wieder auf bestimmte Schlagzeilen draufsprang, ob es nun die Clan-Kriminalität war oder wie gesagt diese Schwimmbäder, alles zu verurteilen. Aber das ist ja nicht die gesellschaftliche Realität, das drückt ja nicht die Vielfalt aus, oder? Genau, also die Politik ist natürlich immer getrieben davon, wenn es einzelne Fälle gibt, die dann schnell zu einer Schlagzeile auch werden oder werden können. Natürlich muss die Politik auch Probleme aufgreifen und auch Empfindsamkeiten, aber man darf nie in ein Schwarz-Weiß-Denken fallen. Wir haben, früher waren Menschen aus dem Ausland, waren Ausländer. Da hat man festgestellt, man nennt auch jemanden Ausländer, der seit 70 Jahren in Deutschland lebt, passt irgendwie nicht, ist vielleicht sogar auch in Deutschland geboren. Und dann haben wir ständig neue Begriffe entwickelt. Momentan sind wir noch beim Migrationshintergrund. In Hessen gibt es ein neues Gesetz, da ist jetzt Migrationsgeschichte. Also wir wechseln häufig die Begriffe, aber eine gewisse Ungenauigkeit gibt es zum Beispiel bei der Frage Freibäder. Da heißt jetzt einfach Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn man eine Mutter aus Österreich hat oder eine österreichische Mutter, die in Deutschland geboren wurde, hat man auch Migrationshintergrund. Das ist ja, was sagt das denn? Das ist nicht, gar nicht klar genug. Sind das Österreicher? Kommen die von wo ganz anders? Was sind eigentlich die eigentlichen Problemfaktoren? Und da gibt es eine Vereinfachung, die dann dazu führt, dass ein anderer Teil der Gesellschaft dann sagt, das ist ja nur Rassismus, hier geht es gar nicht um die Sache, das Problem zu lösen. Wer straffällig ist, der muss halt von Polizei geschnappt werden und dann der Justiz zugeführt werden. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir eben nicht schwarz-weiß und dann immer eine Gruppe gegen die andere ausspielen, sondern die Chancen sehen und wer sich daneben benimmt, der muss halt die Konsequenzen des Rechtes dann auch spüren. Ich wollte Gruppenidentitäten nochmal kurz angesprochen, Frau Herjö-Fischer, Sie haben das vorhin ja schon ins Spiel gebracht. Gerade junge Menschen, zweite, dritte Generation, sehen sich vor eine Alternative gestellt, also entweder bist du türkisch oder deutsch. So, okay. Aber du kannst nicht beides. Die leidige Debatte auch um die Zweistaatlichkeit oder verschiedene Pässe zu haben. Warum ist das so wichtig, gerade für junge Menschen, dass sie möglicherweise auch mit ihrem Pass, aber auch mit ihrer Geschichte, mit ihrem Narrativ sagen, hoppla, ich bin eigentlich syrisch, türkisch, afghanisch und deutsch und das geht auch gut zusammen. Ja, es ist wichtig für die Identitätsentwicklung einfach. Sie haben, also die Schüler sind ja auch auf der Suche nach einer gewissen Identität, wenn sie sich fragen, bin ich jetzt deutsch oder bin ich türkisch? Und wenn man sie eben vor die Wahl stellt, dann sagen sie, ja, ich lebe in Deutschland, dann bin ich aber trotzdem türkisch. Und Man sollte sie eben nicht vor die Wahl stellen, also entweder deutsch zu sein oder türkisch. Und da finde ich es also ganz wichtig, also zumindest für mich als Religionslehrerin, als islamische Religionslehrerin, den Schülern zu vermitteln, dass sie sowohl muslimisch, türkisch oder arabisch sein können und auch deutsch sein können. Das heißt also, Man kann alles sein. Man kann von der Religion her muslimisch sein, von der Nationalität deutsch, von der Kultur europäisch oder türkisch und die Wurzeln arabisch oder türkisch sein. Also es gibt nicht eine Einheit in der Identität, weil wir sind, wie auch schon meine Vorredner gesagt haben, in einer pluralistischen Gesellschaft. Und da zählt eben auch die Vielfalt. Und ich kann selbst für mich auch nicht sagen, ich bin zu 100% deutsch. Ich kann aber auch nicht sagen, ich bin zu 100% marokkanisch. Also spielen viele Faktoren eine Rolle, die meine Persönlichkeit formen oder prägen oder meine Persönlichkeit auch darstellen. Von daher finde ich es auch ganz wichtig, dass man den Schülern oder den jungen Menschen auch klar macht oder auch vermittelt, ihr könnt so sein, wie ihr es möchtet. Wichtig ist, dass ihr die Gesetze und die Gesetze des Landes respektiert und den Rechtsstaat respektiert. Und dazu gehört auch eben die Polizei und die Justiz und so weiter. Also da finde ich es ganz wichtig, dass man da den Schülern nicht diese Hindernisse in den Weg stellt und sagt, ihr müsst euch entscheiden, ihr könnt nur eins sein. Jetzt haben wir schon des Öfteren angesprochen, es klang immer wieder ein bisschen durch die Rolle oder die Bedeutung der Religion. Lieber Herr Karimi, Sie haben diesen dicken Wälzer, ich darf ihn aber kurz zeigen, angesprochen. Das sind 400 Seiten vom Bundesministerium des Inneren herausgegeben, Muslimfeindlichkeit, das sieht man es, glaube ich, so okay, muss man gucken, dass die Kamera das richtig kriegt, Muslimfeindlichkeit, eine deutsche Bilanz.
Und wenn ich diesen Wälzer mit durchgucke, dann gibt dieser Bericht, Sie haben es vorhin erwähnt, das erste Mal dokumentiert ganz klar, es gibt in Deutschland Muslimfeindlichkeit. Hoppla. Wie erleben Sie das? Und wo würden Sie die auch festmachen? Was bedeutet das eigentlich, Muslimfeindlichkeit? Wie äußert die sich, Herr Karimi? Wundere mich über das Wort Hoppla von Ihnen, weil wie viele Moscheen müssen noch verbrannt werden, damit wir gesamtgesellschaftlich überhaupt wahrnimmt, dass es Muslimfeindlichkeit gibt? Also wie viele noch in den letzten 20 Jahren? Das ist aber eine, oder wie viele Menschen auf der Straße werden, müssen noch angespuckt werden oder diskriminiert werden, weil sie einen Kopftuch tragen, weil sie Religiosität auch offen leben, damit wir aufmerksam werden, dass wir ein Problem haben innerhalb unserer gesamten Gesellschaft. Es leben über 5 Millionen Muslime in Deutschland. Und Muslime sind eben die Minderheit, die am meisten unter Druck stehen. Ich selbst kann nicht Ihnen sagen, ich habe immer so einen Zweifel, ob ich, wenn ich einen Zug fahre, meinen Koran heraushole aus meiner Tasche, weil ich gerade arbeite. Weil ich weiß, sobald mein Koran auf dem Tisch ist, dann sind die Blicke auf mich gerichtet und entweder ignoriere ich sie oder ich muss mich rechtfertigen oder fragen, haben Sie ein Problem damit? Manche setzen sich weg. Andere sprechen darüber. Ganz selten werde ich angesprochen. Das sind dann Gottesmomente, weil dann im Gespräch kann ich sozusagen erklären, was das bedeutet und was ich damit meine. Aber allein schon das Gefühl, das in mir ist, als jemand, der durchaus hier auch ein professorales Amt innehat, soll ich meinen Koran überhaupt aus meiner Tasche rausholen oder wird das zu einem Problem? Das ist kein schönes Gefühl. Und das ist ein sozusagen etwas, was auch politisch, glaube ich, wir auch mehrschichtig betrachten müssen. Also ich verstehe sehr gut, Herr Pösen, die Sie hervorragend auch hervorgehoben haben, dass wir eine Vielfalt haben in Deutschland, dass wir diese Vielfalt wahrnehmen, dass wir wissen, dass das auch gut ist für diese Gesellschaft. Aber die Argumente sind dennoch letztlich ökonomischer Natur. Also Sie haben Arbeitskräftemangel angesprochen, das ist gut, aber das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Also es muss natürlich auch viel mehr gedacht werden. Und wenn Sie Schmidt-Degenhardt fragen, Deutsch oder Türkisch, ich frage mich, was habe ich davon, wenn ich Deutsch sage? Außer, dass mit meinem Papier gut zu reisen ist. Was ist sozusagen der Mehrwert, sich Deutsch zu fühlen? Und wenn ich recht überlege, mir fällt nicht viel ein. Und vielleicht würde mir auch nicht viel einfallen, wenn ich jetzt Türkisch sagen würde oder Marokkanisch. Aber es gibt vielleicht andere Momente, die bedeutender sind als diese Frage überhaupt. Nämlich Momente, die für einen sozusagen für mehr Mitgefühl plädieren, für mehr Gemeinsamkeit, mehr Zusammenwachsen, füreinander Dasein. So eine Pandemie, die uns aus allen Fugen herausgebracht hat, hat uns vielleicht auch etwas gezeigt, dass das, was wesentlich ist, ist eben nicht durch ein Dokument zu rechtfertigen, sondern durch das, was wir in die Gesellschaft hineintragen. Und ich finde, auch die Muslime sind nicht nur Opfer dieser Gesellschaft, sondern sie haben auch ein Bringschuld. In gewisser Weise müssen sie auch, und das haben vielleicht auch die großen Verbände, aus welchen Gründen auch immer, nicht wirklich geleistet oder leisten können, nämlich zu zeigen, wie sie ihre eigene Religion leben und verstehen. Sodass wir immer noch, Jahrzehnte nachdem über 5 Millionen Muslimen und Muslimen in Deutschland leben, immer noch die primitivsten, einfachsten Fragen beantworten müssen, wo ich denke, mein Gott, jetzt müssen wir doch irgendwie weiter sein als diese Fragen, aber wir sind de facto nicht weiter. Und das heißt, wir brauchen eine neue, innovative Ideen, um das Ganze anzukurbeln. Da sind eine Menge Stichworte drin jetzt. Ganz herzlichen Dank, Herr Karimi. Wir brauchen eine Menge neue, innovative Ideen. Herr Pürsün, Sie waren eben ja auch direkt angesprochen. Es ist schön und gut, ökonomisch rational zu argumentieren, von den Arbeitsplätzen, vom Wohlstand, den wir halten müssen und so weiter und so fort. Aber Milad Karimi hat ja eben klar gesagt, also hoppla, wenn wir uns als eine Gesellschaft fühlen wollen, Identität hat auch etwas mit Empathie zu tun. Es geht eigentlich noch mehr als nur die Tatsache, dass unser Arbeitsmarkt dringend Arbeitskräfte braucht, die dann sich als Menschen entpuppen, wie man früher immer so sagte. Ja, also auch da würde ich sagen, wir dürfen nicht vergessen, was wir in den 70er und 80er Jahren hatten. Da war ja die Migration dann sehr stark davon abhängig, ob Bedarf für Arbeitskräfte war
oder nicht. Wir haben gleichzeitig seit Gründung der Bundesrepublik natürlich das individuelle Asylrecht. Und Menschen, die in Not waren, wurden von Deutschland dann auch individuell aufgenommen. Die haben auch Deutschland bereichert. Das ist grundsätzlich auch gar keine Frage. Von der Politik wird natürlich häufig erwartet, es gibt ein Toleranzproblem, Integrationsproblem, die Politik soll es richten. Aber die Politik kann es nicht an der Gesellschaft vorbei. Das heißt, wir brauchen auch ein gesellschaftliches Klima, wo sich alle für alle interessieren und gut miteinander umgehen. Ich werbe für eine tolerante Gesellschaft. Das heißt auch, Andersartigkeit zu ertragen, auch wertzuschätzen, aber natürlich auf einer gemeinsamen Basis dann und möglichst des Grundgesetzes. Und wir haben natürlich bei den Diskussionen über Migration natürlich auch immer wieder das Problem, dass teilweise auch aus der Politik dann angeheizt wird, eine negative Stimmung gegen Menschen, die hierher kommen, wo auch sehr pauschal der japanische Bankmanager genauso abgelehnt wird, wie vielleicht ein Mensch, der in Schwierigkeit war und aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen möchte. Das findet sich dann auch teilweise in der Wortwahl, wie gegen Menschen dann gesprochen wird. Und es kann dann darin münden, dass eine Gemeinschaftsunterkunft dann vielleicht auch aufgesucht wird, Menschen zusammengeschlagen werden oder auch so eine Einrichtung abgefackelt wird. Da ist definitiv auch eine Verantwortung der Politik, auch bei der Wortwahl. Aber wir müssen als Gesellschaft natürlich auch schauen, dass wir insgesamt uns offen zeigen, auch für Menschen in der Not, aber natürlich auch für Menschen, die hier in Deutschland einen wichtigen Beitrag leisten können. Das mit der wirtschaftlichen Einwanderung habe ich deshalb angesprochen, weil es eben auch in unser aller Vorteil ist. Und da, glaube ich, müsste die Akzeptanz umso höher sein, dann nicht zu sagen, nee, keine Einwanderung, weil da muss sich auch jeder im Klaren sein, wie wollen wir dann unser auch Sozialsystem, und damit meine ich auch die Pflege, Krankenhäuser, auch Kitas, wie wollen wir die aufrechterhalten, wenn die junge Generation nicht nachkommt und dann auch hier einspringt als Arbeitskraft. Frau Hagio-Fischer, ich würde noch mal kurz aufgreifen, was Milad Karimi gerade gesagt hat. Er hat es, glaube ich, so formuliert, die Muslime sind mit die am meisten oder eigentlich die am meisten unter Druck stehende Minderheit in diesem Lande. Würden Sie dem aus Ihrer Erfahrung so zustimmen? Auch Stichwort Muslimfeindlichkeit. Ich meine, 400 Seiten Dokumentation sind das eine, aber die Realität, die Sie erleben, ist ja noch mal was anderes. Also ich persönlich habe nicht sehr viel Muslimfeindlichkeit erlebt, muss ich dazu sagen. Aber meine Schüler, die das sehr oft auch berichten, beispielsweise die Mädchen, die ein Kopftuch tragen, die erfahren das sehr, sehr häufig. Ich erfahre es weniger, ich trage kein Kopftuch, von daher passiert es nicht ganz, also es kommt schon mal vor, dass ich angesprochen werde, ja, wenn jemand meinen Namen erfährt, woher ich denn komme. Aber jetzt so explizit Muslimfeindlichkeit erleben tatsächlich Menschen, die visible, mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, muslimisch ausschauen. Ne? Das heißt also ein Kopftuch tragen oder sich eben entsprechend kleiden, etwas bedeckter kleiden oder die Männer, die auch in traditioneller Kleidung unterwegs sind, jedenfalls zum Mittagsgebet, zum Freitagsgebet oder einen Vollbart tragen, der auch noch dunkel ist, oder wenn sie eine Wohnung oder was auch immer suchen, das fällt dann schon auf, beim Namen auch. Mein zweiter Name ist halt Fischer und da habe ich auch bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man einen arabisch klingenden Namen hat, arabisch ausschaut, hinzu kommt noch religiös ausschaut, sprich also ein Kopftuch trägt oder eben auch als Mann einen Vollbart trägt, dann erfahren diese Schüler oder diese Menschen schon eine Art von Diskriminierung in jeglicher Hinsicht, ja. Das, was wir bisher besprochen haben, klingt so ein bisschen, als wenn es in
unserer Gesellschaft die Minderheiten gibt und es gibt die Mehrheit. Und ich habe das Gefühl, dass wir mal drüber nachdenken müssen, was das eigentlich mit Minderheiten und Mehrheit auf sich. Ich glaube, wenn wir die neuesten Zahlen, die ich jetzt mitbekommen habe, 25% in manchen Städten, 30% Menschen mit, wie hieß es vorhin, Migrationshintergrund. Wenn ich mir die Zahlen der Menschen angucke, die allein in den letzten 3-4 Jahren nach Deutschland gekommen sind, ob als Flüchtlinge, wie auch immer, hoppla, dieses Verhältnis oder dieses Begriffsinstrumentarium Mehrheiten und Minderheiten, stimmt das eigentlich noch? Oder ist das nicht irgendwie auch nochmal wieder eine Art von Pseudo-Einteilung? Da verschiebt sich etwas in unserer Gesellschaft und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig begriffen, Herr Karimi. Mehrheit, Minderheiten. Wer ist was? Ich verstehe Sie schon. Natürlich ist das nicht so einfach, das Ganze zu sortieren, aber dennoch 5,5 Millionen sind von über 80 Millionen gerade keine Mehrheit. Auch die jüdische Bevölkerung, jüdischen Glauben sind die in Deutschland, sind ja keine Mehrheit. Und ich glaube, eine Gesellschaft, in der die Minderheiten sich selbst schützen müssen, ist das insgesamt eine gescheiterte Gesellschaft. Sondern diese Minderheiten, ob die Juden, ob die Muslimen, ob die Jesiden oder wie man über die Homosexuellen, die auch genügend Anfeindungen bekommen, die sollten nicht sich selbst schützen. Ich erwarte von einer Mehrheitsgesellschaft, die dafür Sorge trägt, dass sie geschützt sind. Und selbstverständlich sollten die sich natürlich an die Regeln und so weiter halten. Aber das braucht man ja nicht extra zu sagen, weil wer Teil dieser Gesellschaft ist, ist dieser Gesellschaft auch sozusagen zugetan und auch getragen von deren Gesetzmäßigkeiten. Nur die Schwierigkeit ist, dass wir natürlich auch, was Frau Fischer auch hervorhebt, ist, in einem natürlich unglaublich schwierigen Gemengelage sind. Wie können Sie selbst keine Muslimfeindlichkeit erfahren? Aber das sagt nichts aus über die Muslimfeindlichkeit. Wenn wir nach Hanau schauen und was dort passiert ist, das ist ja nicht nur einfach ein Einzelfall, sondern das ist etwas, was uns auch als Gesellschaft erschüttert. Ich will nicht in einem Land leben, für dieses Land arbeiten, in dem ich in dieser Weise nur durch mein Aussehen, nur durch meine religiöse Zugehörigkeit so sehr gefährdet bin. Ich finde, das hat auch eine deutsche Gesellschaft nicht verdient. Das ist nicht die Schuld einer Mehrheit, wie sollen wir sie nennen, christliche Mehrheit, atheistische Mehrheit, weiße Gesellschaft, ältere Gesellschaft, Deutschland ist keine junge Gesellschaft. Ich weiß es nicht, wie man sie nennen muss, aber es ist ein Problem da. Und ich glaube, aus jedem Problem, aus jeder Krise kann man echt auch etwas abgewinnen, wenn man natürlich die Krisen auch ordentlich auch untersucht und nicht einseitig untersucht. Als Beispiel, ich werde ständig jetzt gefragt, als Interviewpartner, weil Koranverbrennungen ständig stattfinden, warum die Muslime sich so benehmen, nachdem ein Koran verbrannt wurde. Woher kommen diese Wucht der Emotionen? Und ich fragte dann immer nach, ist auch eine Berichterstattung über diejenigen, die den Koran verbrannt haben? Das ist nicht da, sondern die Menschen interessieren sich nur über die Wut der Muslime, weil ihre heilige Schrift verbrannt wird. Darüber müssen wir reden. Darüber gebe ich gerne Interviews ab, aber nicht einseitig. Ich erwarte, dass auch die andere Seite beleuchtet wird. Ansonsten ist natürlich diese ganze Thematik, dieser Diskurs einseitig und dadurch auch falsch besetzt. Auch dafür müssen wir, glaube ich, auch hellhörig werden als Gesellschaft. Hellhörig werden. Herr Pürsün, Hanau ist gerade angesprochen worden. Wir hatten uns vor wenigen Wochen zurückgeblickt, 30 Jahre Solingen. Dazwischen gab es ganz, ganz viele Anschläge. Man kann gar nicht die Orte alle aufzählen. Ein Problem ist da, hat Milad Karimi gerade gesagt. Hoppla, wie gehen wir damit jetzt um? Wo kommen wir einen Schritt weiter als Gesellschaft? Vielleicht auch als Politik, frage ich Sie jetzt auch. Ja, also wichtig ist natürlich immer, auch also die Frage gestellt worden, welche Gruppe steht vielleicht am meisten unter Druck? Ich glaube, das ist schwer zu beantworten und viele Gruppen fühlen sich ja vielleicht auch vernachlässigt, wenn man diese Diskussion startet. Wichtig ist, dass es nicht, wenn wir jetzt mal den Begriff der Minderheit verwenden oder der Gruppe verwenden, dass es nicht alleinige Aufgabe einer Gruppe oder einer Minderheit ist, quasi für Toleranz zu sorgen, sich zu wehren, sich zu schützen, sondern es ist eine Frage der gesamten Gesellschaft. Und jeder kann sich sicher sein, in einer intoleranten Gesellschaft, wo auch eine gewisse Rechtlosigkeit herrscht oder auch geduldet wird, dass Menschen getötet werden oder Gewalt ausgesetzt sind, willkürlichem Verhalten. Eine solche Gesellschaft ist weder attraktiv, noch ist sie sonderlich lebenswert. Und weil Sie jetzt
Solingen ansprechen. Ich kann mich damals noch gut erinnern, es gab ja dann auch ja vorher, es gab noch Mölln und Rostock. Und das war zum Beispiel der Vorsitzende des Zentralrates der Juden, der damals, ich habe so in Erinnerung, als lautester in ganz Deutschland Gewalt gegen Geflüchtete und auch gegen Muslime kritisiert hat und die Gesellschaft auch auf eine gewisse Art und Weise wachgerüttelt hat. Und das ist natürlich, glaube ich, viel effektiver oder viel wirksamer, weil es natürlich auch andere Menschen dann stärkt, dass man auch sieht, man ist nicht alleine. Und es geht nicht darum, dass man quasi nur seinesgleichen schützt, sondern wir sind eben Bürger einer zivilisierten Gesellschaft. Und da ist dann die gesamte Gesellschaft angegriffen und nicht nur ein Teil der Gesellschaft. Und da darf es auch keine Entsolidarisierung geben. Also auch da wieder baue ich auf die Gesellschaft. Aber natürlich muss auch die Politik dafür sorgen, dass dann auch Strukturen, rechte Strukturen, Gewaltstrukturen erkannt werden und auch bekämpft werden. Und dass die Politik auch den Beitrag dafür leistet, dass wir eine tolerante Gesellschaft sein können und so etwas im Keim schon erstickt wird und klar ist, Toleranz ist das, was uns alle hier zusammenhalten kann und definitiv keine Gewalt. Ganz herzlichen Dank. Ich mache jetzt mal einen kleinen Break, weil es gibt einige Fragen unserer ZuschauerInnen. So, und wir hatten ja vorhin versprochen, dass wir auch Ihre Fragen mit aufgreifen. Und wir vier können gleich noch weiter diskutieren, aber ich würde mal einige Fragen in den Raum stellen, die ich im Chat gerade sehe. Muslimfeindlichkeit angesprochen. Herr Karimi, Sie haben es eben aufgegriffen. Zwei Fragen. Inwieweit wird die Muslimfeindlichkeit in Deutschland, vielmehr auch in Frankreich, durch den politischen Islam auch angestachelt? Und inwieweit führt dies auch zu einer Disintegration vor allem der zweiten und dritten Generation, fragt ein Zuschauer. Und ergänzend, tut mir leid, Herr Karimi, Stichwort Muslimfeindlichkeit, ein anderer Zuschauer fragt, liegt das nicht auch daran, dass Muslime Christen als Ungläubige sehen? Nebenbei gesagt, tun sie das eigentlich? Doch gar nicht, oder? Wie ist das? Mögen Sie auf diese beiden Fragen antworten, auch wenn es Ihnen noch so schwer fällt? Ja, nein, mir fällt das nicht. Ich habe dicke Haut gegen solche schönen Fragen. Wissen Sie, also natürlich kann es Muslimen geben, Musliminnen, die Christinnen, Juden oder sonst jemanden als ungläubig bezeichnen. Aber das ist weder der Regel, noch hat es theologisches Fundament. Das ist schlicht falsch. Also es gibt selten Sachen, die einfach falsch sind. Und ich freue mich, wenn ich einige finde. Und das ist schlicht falsch. Das ist nicht der Fall, sondern wenn es aber dennoch so etwas gibt wie ein herabwürdiges Hinsehen auf die anderen, das gibt es durchaus. Daran müssen wir arbeiten. Daran arbeitet Frau Hayu Fischer als Lehrerin und daran arbeite ich als jemand, der die Lehrerinnen, die sie jetzt ist, auch ausbildet, dass sie eben auch interreligiös Kompetenzen entwickeln, das Miteinander auch lernen. Es geht nicht nur einfach darum, ihnen zu sagen, hier, wo ihr lebt, gibt es auch eine christliche Gruppe, sondern sie müssen lernen, dies zu schätzen, zu begreifen, was sie glauben, woran sie glauben, warum sie glauben, was sie da glauben. Erst wenn diese Verständigung da ist, dann ist auch vielleicht ihre Frage auch nicht mehr später eine Frage. Politischer Islam als Stachel, ich halte von diesem Begriff, von diesem Terminus nichts. Das ist einfach schlicht falsch, weil es gibt auch politischen Christentum, politischen Judentum, eine Religion, die nicht zur Politik motiviert, je nachdem, was wir unter Politik nun verstehen, also zu gesellschaftlichem Engagement, zur Verantwortung, dann ist sie auch eine tote Religion. Was Sie aber meinen, ist ein politisierter Islam. Das heißt, ein Religionsverständnis, der aus dem Islam Politik macht. Das ist natürlich schwierig und das ist in der Tat auch ein Teil von diesem Ressentiment, was wir immer wieder erleben, weil eben auch Muslime auf dieser Welt gibt, die ihre Religion als Politik verstehen und politisch instrumentalisieren. Schauen sich die Taliban an, schauen sich die Saudi-Arabien an, Al-Qaida und Salafisten und wie sie auch alle heißen. Das ist ein Problem von uns Musliminnen und Muslimen auch. Also da, ich bin auch ein Opfer von diesem, aber auch da ist wichtig, dass wir vielleicht uns nicht von ihnen sozusagen sagen lassen, was recht und was falsch ist. Auch selbst wenn Sie einen Muslim sehen, der sehr negativ auffällt, lassen Sie sich von ihm ja nicht beeindrucken. Von seinem Menschen würden sich auch nicht die wirtschaftliche Situation Europas erklären lassen.
Da würden Sie auch Bedenken äußern, sagen, vielleicht hast du nicht die Qualifikation, mir dies zu erklären. Woher hat die Person die Qualifikation, seine eigene Religion zu erklären? Wir brauchen auch da Menschen, die für ihre Verantwortung übernehmen können. Insofern verstehe ich Sie, aber das ist eben nicht zufriedenstellend. Wir müssen fragend und zweifelnd bleiben. Herzlichen Dank, Frau Hajo Fischer. Ich würde Sie noch mal kurz ansprechen. Es ist ein politisierter Islam, hat Milad Karimi gerade angesprochen. Ich denke mal, das Allerbeste, um dagegen zu wirken, wäre natürlich auch einfach, wenn wir in Deutschland ja auch von Seiten des Staates, von Seiten der Gesellschaft, die in Anführungszeichen ganz normalen muslimischen Gemeinden unterstützen. Wir sprechen mal von einem deutschen Islam. Gibt es da nicht so etwas wie einen deutschen Islam, deutsche Gemeinde, die, muslimische Gemeinde, die ganz selbstverständlich in das Bild der Städte hineingehören, die dort einfach akzeptiert sind? Wäre das nicht eigentlich auch eine wichtige Herausforderung, dass wir als Gesellschaft begreifen, wir müssen die Chance geben, damit ein deutscher Islam sich entwickelt, der hier zu Hause ist, mit einer Selbstverständlichkeit? Ja, das wäre schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn es beginnt ja schon damit, dass es eine gewisse Wahrnehmung gibt in der Gesellschaft. Und zwar wird immer von die Muslime, die gehören ja eigentlich nicht ganz zu uns. Ne? Sprich, also auch der Islam gehört nicht ganz zu uns. Also der Begriff der Islam gehört zu Deutschland oder gehört nicht zu Deutschland. Ist ja sehr kontrovers auch immer noch diskutiert und wird immer noch kontrovers diskutiert. Da ist es eben auch wichtig, dass man erstmal die Muslime wahrnimmt als Bürger Deutschlands und damit auch ihre Religion als eine Religion, die eben auch in Deutschland beheimatet ist. Und von daher ist es eben auch ganz wichtig, dass man überlegt oder zunächst einmal erstmal dogmatische Vorstellungen muss man erstmal ablegen. Also die sind Gift für eine Gesellschaft oder für eine pluralistische Gesellschaft. Und dazu gehört eben auch, dass die Religionsgemeinschaften sich zusammentun und auch da keine internen Streitereien oder interne Diskussionen vorhanden sind, die zu einer Einheit führen könnten. Es ist schwierig, aber es wäre ein Schritt in die richtige Richtung, ja. Herzlichen Dank, Herr Plüsschen. Eine Frage zur politischen Kultur von einem Zuschauer. Reicht eigentlich, wenn es um Integration geht, Achtung der Rechtsordnung zur Integration aus? Oder braucht es mehr? In der Unternehmenswelt, so schreibt der Zuschauer, gibt es so etwas wie Corporate Culture. So, gibt es das eigentlich auch in den Nationen? Und ergänzend eine Frage von einer Zuschauerin. Was sind eigentlich Ihrer Einschätzung nach die deutschen Werte, die über die ethnischen und religiösen Unterschiede hinausgehen? Gerade mit Blick auf die politischen Unruhen der letzten Jahre. Die deutsche Gesellschaft ist, so schreibt diese Zuschauerin, ist keine Gesellschaft, in die man eigentlich integriert werden möchte, so wie sie sich präsentiert. Also nochmal, was ist es über die Rechtskultur hinaus, was eigentlich so erstrebenswert macht, deutsch zu werden? Also zum einen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir uns darauf verständigen, dass die wichtigsten gemeinsamen Werte das Grundgesetz ist und dass man schon erwarten muss von jemandem, der in Deutschland ankommt und leben möchte, dass er das Grundgesetz und die Grundrechte auch achtet. Zur Frage, was macht eigentlich Deutschland aus? Das ist sicherlich heute auch sehr viel schwieriger als vor 30 oder 50 Jahren. Es ist jetzt Bayern und Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, wo sind da die Gemeinsamkeiten? Da gibt es Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch große Unterschiede, sodass es dann schwierig ist zu sagen, das ist typisch deutsch und das erwarten wir von jedem Menschen, der nach Deutschland kommt oder in Deutschland lebt. Aber es ist definitiv so, dass Deutschland sehr attraktiv ist, das zeigen. Die zeigt die hohe Zahl von Menschen, die nach Deutschland kommen, die in Deutschland bleiben und die auch gern nach Deutschland kommen würden. Also gibt es definitiv etwas, was sehr attraktiv ist. Und da ist, glaube ich, auch die Außensicht vielleicht interessant auf Deutschland. Und es gibt auch viele, ich sage jetzt mal Ausländer, in einem alten Begriff, über die man sagen kann, die sind viel deutscher als vielleicht die Mehrheitsgesellschaft, die sind vielleicht pünktlich und zuverlässig und fleißig und jammern nicht rum und so weiter.
die dann gleichzeitig auch feststellen, Deutschland ist nicht mehr das, was es vielleicht vor 30 Jahren mal war. Also wir dürfen da Deutschland auch nicht schlecht reden. Das zeigen die hohen Zahlen. Viele Menschen kommen nach Europa, würden aber am liebsten in Deutschland leben. Da spielt natürlich auch der Sozialstaat eine Rolle. Aber macht jetzt auch keinen Sinn, deswegen den Sozialstaat abzuschaffen, sondern wir sollten es auch wertschätzen, dass das hohe Interesse an Deutschland auch ein Vertrauensbeweis ist und auch ein Zuspruch für Deutschland. Aber bei allen regionalen Besonderheiten, glaube ich, ist es schon wichtig, dass also die Grundlage für unser Zusammenleben das Grundgesetz ist. Herr Karimi, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es auch eine Bringschuld gibt der Menschen, die nach Deutschland kommen, die sich integrieren. Stichwort, gab es in der Vergangenheit immer wieder Leitkultur. Können Sie was damit anfangen, Herr Karimi? Ich muss mich leider übergeben bei dem Begriff. Das ist einfach ein diskriminierender Begriff. Also vor einer deutschen Leitkultur haben wir deshalb ein Problem, weil eine Leitkultur, die Idee einer Leitkultur trennt. Während die deutsche Verfassung, das Grundgesetz sieht keine Trennung. Vor dem Grundgesetz ist die Hautfarbe nicht wichtig. Vor dem Grundgesetz ist ihre religiöse Zugehörigkeit nicht wichtig. Ihr Geschlecht ist nicht wichtig, sondern das, was dort gilt, gilt für alle. Das Grundgesetz gleicht uns, macht uns ähnlich, während eine deutsche Leitkultur trennt, macht Unterschiede und diskriminiert dadurch auch. Insofern sollen wir darauf Acht geben, dass diejenigen, die für eine deutsche Leitkultur sind ganz offen und insgeheim Gegner der Verfassung, weil für sie die Verfassung eben nicht weit trägt. Und ich finde, wir verfügen über eine Verfassung, die nicht nur weit trägt, sondern Vorbildcharakter haben dürfte und diese Wertschätzung auch gewinnt. Nur das hat alles keinen Wert, wenn wir keine Kultur entwickelt haben, um die Ideen, die in der Verfassung verankert sind, auch zu plausibilisieren. Wenn wir es nicht geschafft haben, zu sagen, warum steht in unserem Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wenn niemand mehr was damit anfangen kann, dann können wir den Satz einfach auch auswendig lernen, aber das bringt nichts. Ich glaube, wir brauchen mehr. Das heißt, wir können auch nicht uns auf unsere Verfassung nur sozusagen zurücklehnen und sagen, es gibt ja eine Verfassung, sondern wir müssen Menschen überzeugen. Und das, was Herr Pürsün auch vorhin bei dem vorigen Wortbeitrag gesagt hat, nämlich, wir dürfen keine Politik machen, vorbei an der Gesellschaft. Das halte ich sehr für wichtig, aber und sehe auch selbstkritisch, dass die Gesellschaft, die wir meinen, nicht die akademische Gesellschaft ist. Das ist nicht die politische Gesellschaft. Diejenigen, die unser Gespräch am meisten vielleicht gebraucht hätten, werden nie unsere Gespräche sich anhören. Sie können schon mit unserer Art zu reden nichts mehr anfangen, mit Fremdwörtern, die wir verwenden, nicht. Mit dem Wort Integration können die schon nichts anfangen. Die sind Menschen, die zu einer anderen sozialen Schicht gehören. Das muss man schon sagen. Die haben keine akademische Ausbildung. Aber sie sind genervt von einer Gesellschaft, die so tut, als wäre alles in Ordnung. Ihnen müssen wir eben auch andere, glaube ich, Ideen bringen. Natürlich ist es schwierig zu sagen, was sind die deutschen Werte. Deutsche Werte ist natürlich auch die Poesie. Es ist die Philosophie. Es ist die Musik. Es ist die Ästhetik. Deutschland ist ja nicht nur sozusagen eine Rechtsordnung, sondern es ist auch eine Vielfalt von Denk und Kunst und Ästhetik, die auch in der deutschen Sprache und deutschen Geschichte verankert ist. Deutschland ist eine gebrochene Nation. Durch das Dritte Reich haben wir nicht mehr ein Nationalbewusstsein wie zum Beispiel Frankreich. Aber das ist auch ein Gewinn. Wir können mit dieser gebrochenen Nation auch etwas anfangen. Wir sind kritischer, wir sind reflektierter, wir sind vielleicht wacher. Gerade heute mehr denn je, wenn AfD sozusagen wieder einen Aufschwung gewinnt, dann sind wir noch wacher und politischer als je zuvor, weil wir merken, wir sind gefährdet. Es geht hier um alles. Es geht hier um Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch uns immer wieder vergegenwärtigen, denn ansonsten die ganze Debatte hat keinen Sinn, wenn wir nicht sagen können, was das ist, was uns hier ausmacht in dieser offenen Gesellschaft. Es geht um alles, Frau Hajo-Fischer. Hoppla, das, was Midat Karimi eben gerade kritisch auch zu unserem Gespräch heute Abend angemerkt hat, ist, dass wir möglicherweise ja, wir vier reden hier unter uns und sind alle gegenseitig schon überzeugt davon. Aber was passiert eigentlich in der Gesellschaft? Gibt es in unserer Gesellschaft inzwischen eine Spaltung? Ich meine, wenn wir sagen müssen, dass die AfD bei den Umfragen die zweitgrößte Partei ist inzwischen von den Wählerstimmen, ja, hoppla, in manchen Bundesländern sogar führend.
ja, geht da eine Spaltung durch unsere Gesellschaft? Haben wir das eigentlich begriffen? Kommen wir da weiter mit den Argumenten, die wir, sag ich mal, auch selbstkritisch schön geistig heute Abend hier austauschen, Frau Helge Fischer? Ja, also es ist schon beängstigend, wenn man, wenn man das beobachtet, wie stark die AfD an Stimmen dazugewonnen hat und dass sie im hohen zweistelligen Bereich liegen. Aber ich denke, wichtig ist, dass wir hier eine gewisse Dialogkultur entwickeln sollten. Und das ist wichtig, das, dazu gehört eben auch, dass wir in der Gesellschaft auch interkulturelle und interreligiöse Dialoge führen. Und das machen wir nicht nur in der Schule mit Projekten, mit interreligiösen Projekten, sondern das muss sehr früh anfangen mit Kita, also in Kindergärten und in Bildungssystemen allgemein. Und damit fördert man eben auch Vielfalt und was dann auch eine Chance ist für die Gesellschaft. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir können aber eben nicht die Augen davor verschließen, dass es dass ein gewisser Teil der Gesellschaft auch Angst sicherlich davor hat, die, ich sage jetzt mal Muslime, wir reden jetzt erstmal nur von Muslimen, als Teil der deutschen Gesellschaft zu akzeptieren. Da ist es aber auch wichtig, dass wir Muslime selbst auch als Botschafter dienen sollten, also sprich Brückenbauer sein sollten, auch Vorbilder für unsere Kinder oder für unsere Schüler sein sollten. Es geht eben nur mit Dialog und mit Austausch. Daher ist es ganz wichtig, dass wir auch da, auch wenn die Zahlen der AfD-Partei beängstigend sind, dass wir diese ernst nehmen und diese auch angehen. Herr Pürsün, wie gehen wir damit um? Wie geht Politik damit um? Wir erleben eine, ja, darf ich sagen, eine Spaltung der Gesellschaft, wenn ich mir das anschaue. Ein Populismus, ein Rechtspopulismus mit erschreckenden Werten für die AfD, Werte, die wir vor ein, zwei Jahren so nicht für möglich gehalten haben. Was läuft da schief, auch in der innergesellschaftlichen Kommunikation? Ja, also das sind verschiedene Aspekte, die wir jetzt auch nicht unbedingt überlappend sehen sollten oder miteinander vermischen sollten. Hohe Umfragewerte für die AfD gab es vorher auch schon. Ich glaube, es ist wichtig auszusprechen, dass eine Stimme für die AfD keine Probleme löst. Es gibt aber Probleme in Deutschland, die gelöst werden müssen. Und von daher ist das natürlich ein Ausdruck von Unzufriedenheit. Und diese Unzufriedenheit muss natürlich die Politik, aber auch die gesamte Gesellschaft ernst nehmen und auch adressieren. Und es gab ja vorher auch die Frage quasi zur Wahrnehmung des Islams, politischer Islam, natürlich auch zur Einwanderung, aber auch vielleicht zu sozialen Problemen, zur Inflation. Und da muss die Politik immer den Menschen versichern, dass die Probleme ernst genommen werden, dass man an Lösungen arbeitet und dass daran gearbeitet wird, dass die Probleme gelöst werden, kleiner werden und dass es insgesamt für alle Menschen besser wird und dass auch niemand ignoriert wird, niemand beiseite gelassen wird. Und da gibt es natürlich schon eine Stimmung auch, dass man sich fragt, für die gibt es alles unkritisch, für uns gibt es vielleicht weniger, wir werden unterschiedlich behandelt. Oder ändert sich Deutschland zu stark? Bin ich noch Herr im Hause? Werde ich hier zur Minderheit? In meiner Nachbarschaft gibt es jetzt ganz andere Menschen. Gelten die gleichen Regeln für alle? Werden die vielleicht auch sozial bevorzugt, da gibt es natürlich schon eine Menge Fragezeichen auch in der Bevölkerung, die dann zu einer Ablehnung auch der aktuellen Politik führen können. Und da hilft es auch nicht, dann Wähler zu beschimpfen, sondern da muss die Politik deutlich machen, dass man daran arbeitet, dass es besser wird. Es gibt natürlich auch externe Faktoren, auf die man nicht so viel Einfluss nehmen kann, wie zum Beispiel der Krieg Russlands. Das führt zu Problemen in Deutschland inklusive von der Ankunft von über 1 Million Ukrainern. Da hört man von der AfD relativ wenig. Die könnten ja auch mal in Moskau anrufen und sagen, Herr Putin, beenden soll mal den Krieg. Aber wichtig ist auch hier, dass wir keine Politik von oben herab machen und den Menschen jetzt sagen, dass sie mit ihren
Empfindungen, dass es dafür keine Berechtigung gibt oder sie die nicht haben dürfen und sie einfach mal alles glauben sollen, was die Politik sagt, sondern wichtig ist da auch Probleme zu adressieren. Ganz herzlichen Dank Ihnen dreien, liebe Frau Heber-Fischer, lieber Herr Karimi und lieber Herr Pürsün. Auch wir werden heute Abend das Problem nicht lösen können. Wir haben nicht den Gedanke, mit dem allein wir sozusagen vorankommen. Aber ich würde ganz gerne in unserer Schlussrunde noch mal ein bisschen nach vorne schauen, weil das, was wir angesprochen haben, wir haben begonnen, Sie alle drei haben erzählt, Ihre persönlichen Integrationserfahrungen vor Jahren, Jahrzehnten in diesem Lande. Wir haben über das gesprochen, was die Realität ist, auch die erschreckend hohen Zahlen für die rechtspopulistische oder rechtsextreme AfD. Aber jetzt schauen wir mal weiter nach vorne. Und Migration ist ja nicht etwas, was morgen Nachmittag aufhören wird. So, im Gegenteil. Die Migrationsforscher, nebenbei gesagt auch die Klimaforscher, durch Klima bedingt, wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in Europa, nicht nur in Deutschland, auch ganz andere Migrationsbewegungen erleben. Die Welt ist global im Umbruch. Wie werden wir auf diese Herausforderungen, wie werden wir damit umgehen können und was wird das auch für Deutschland bedeuten? Lassen Sie uns am Ende mal einen Blick nach vorne werfen, denn wie gesagt, das Problem hört morgen Nachmittag nicht auf, im Gegenteil. Migration ist das, was die Welt der Zukunft ausmachen wird. Liebe Frau Heber-Fischer, Sie sind Lehrerin. Bildung, ist das ein wichtiger Ansatz? Ein sehr wichtiger Ansatz. Es sollte, also im Bildungssystem sollte Integration schon als gesellschaftliche Herausforderung auch mitgedacht werden. Und das ist, die Integration sollte schon sehr, sehr früh beginnen. Also das heißt, wie gesagt, schon im Kindergartenalter. Und wie ich das ja eben schon auch erwähnt habe. Und wichtig ist ja auch natürlich die Sprachförderung. Ne? Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt im Rahmen von Integration. Aber nicht eben nur die Sprache, die deutsche Sprache, sondern auch die Muttersprache der Kinder sollte natürlich auch mitgefördert werden. Es ist bekanntlich, es ist ja auch klar, dass der Bildungserfolg schon von der sozialen Herkunft abhängig gemacht wird. Und da sollten wir eben sehr, sehr früh auch anfangen, da die Weichen zu legen. Herzlichen Dank, Frau Heber-Fischer. Herr Pürsün, was ich eben angesprochen habe, Migration wird uns weiter nicht nur beschäftigen, Migration wird diesen Kontinent, wird Europa noch mal ganz anders prägen, als wir es in den letzten Jahren erlebt haben, ist jetzt mal meine Prognose. Ist Politik in der Lage, die Menschen in diesem Lande darauf auch vorzubereiten? Ist Politik willens darauf, die Menschen vorzubereiten? Oder sagen Sie, komm, solange wir es noch nicht erleben, reden wir lieber nicht drüber, damit die Stimmung nicht noch schlechter wird. Wie mutig ist Politik? Ja, gute Frage. Ich meine, die eine Politik gibt es natürlich auch nicht und Politiker sind unterschiedlich mutig auch. Es gibt natürlich auch das Interesse, dass vielleicht jemand für sich entdeckt, gegen die Vernunft anzudiskutieren, verspricht vielleicht mehr Erfolg, als mutig zu sein oder auch gewisse Erfordernisse auch auszusprechen. Sie haben das Klima angesprochen, da muss man auch konsequent Politik machen. Wir haben ein demografisches Thema, da muss man auch konsequent Politik machen. Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig. Wir sehen, je mehr persönliche Kontakte es gibt mit Menschen aus anderen Ländern, desto positiver wird vieles eingeschätzt. Und wir haben teilweise das Problem, gerade da, wo es keinen Kontakt gibt zu, ich sage jetzt mal Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, da wird Migration am meisten abgelehnt. Wir brauchen diese positiven Beispiele. Wir brauchen Toleranz ab dem Kindergarten, in der Schule, im Gesamten auch im Berufsleben, im gesellschaftlichen Leben, im Vereinsleben. Wir müssen da zusammenkommen, Räume für Vielfalt schaffen und natürlich auch Kritik, die es geben kann, Probleme, die es gibt, die müssen wir auch ansprechen. Wenn jemand hierher kommt, weil er vielleicht woanders verfolgt wurde, geht es nicht, wenn er in Deutschland dann vielleicht eine andere Gruppe ablehnt und vielleicht sich da dann exzessiv betätigt oder so. Das geht auch nicht. Wir müssen auch in Deutschland von jedem für jede Toleranz dann auch erwarten können. Und dann, glaube ich, wird das positive Miteinander auch besser werden können. Herzlichen Dank, Herr Pürsün. Herr Karimi, wie mutig ist Politik, habe ich eben gerade gefragt. Aber ich sage auch mal, wie mutig sind wir eigentlich als Bürger? Wie mutig sind wir als Bürger, uns einzugestehen, hoppla, die Zukunft wird uns noch ganz anders durcheinander wirbeln, als wir es im Moment wahrhaben wollen?
Ja, ich sehe es überhaupt nicht negativ. Ich sehe es einfach als eine großartige Angelegenheit, dass wir noch mehr durcheinander werden, dass wir noch mehr bunter werden, dass wir noch mehr zusammenwachsen, dass die Kulturen miteinander neue Dialoge, neue Kulturen hervorbringen. Das, wovor sozusagen wir etwas Angst haben, was wird für eine neue Zukunft auf uns zukommen, das ist das, was ich alltäglich in meiner Arbeit tue. Wenn Sie mit Denken auf sich auseinandersetzen, dann ist ja nicht eine Grenze gesetzt, diesem Denken, sondern wir wollen Vielfalt. Wir wollen italienische Wissenschaftlerinnen genauso wahrnehmen wie französische und marokkanische. Und je weiter sozusagen, je bunter unsere Forschung ist, umso exakter sind auch und präziser auch die Ergebnisse. Das heißt, das, was wir innerhalb eines universitären Systems betreiben, nämlich Offenheit, Vielfalt, also eine radikale Vielfalt für eine präzise Erforschung der Dinge, das ist das, was die Gesellschaft nachholen wird, nämlich das, was im Denken geschieht, wird dann lebendig als Lebensteilung später wohl stattfinden. Und darauf kann ich mich nur freuen. Wir brauchen natürlich Rahmenbedingungen. Das wird, denke ich, später kein Deutschland in diesem Sinne mehr geben, sondern es wird kontinental eher das Ganze zu erwarten sein. Wir werden von einem Europa, von einem starken Europa ausgehen dürfen, mit klaren Werten, klare Zusammengehörigkeiten und letztlich von einer globalen Welt, die nur dann gelingen kann, wenn sie eben eine Allianz der Guten auch bildet, gegen natürlich die weiterhin andere Interessen verfolgen. Die werden wir natürlich. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Karimi. Es braucht Rahmenbedingungen, das Ganze auch im europäischen Kontext und letztlich global zu sehen. Und am Ende, wir haben es so schön gesagt, keine Angst davor, durcheinander gewirbelt zu werden. Hat ja vielleicht auch seine Freude und es macht was Gutes mit uns. In dem Sinne danke ich Ihnen allen dreien, liebe Frau Heyo-Fischer, lieber Herr Pürsün und lieber Herr Karimi. Und ich lade Sie da draußen an und vor den Bildschirmen ein, sich durch all das, was wir heute Abend besprochen und angedacht haben, inspirieren zu lassen, weiter nachzudenken. Und jetzt greife ich das Bild von Midat Karimi auf. Lassen Sie sich einfach heute Abend noch ein bisschen durcheinander wirbeln durch das, was wir möglicherweise an Nachdenklichkeit bei Ihnen ausgelöst haben. So, und als allerletztes möchte ich Sie noch ganz, ganz herzlich einladen. Im Chat hat die Kollegin Cornelia Elt schon darauf hingewiesen, zu der nächsten Veranstaltung aus dem Landesbüro Hessen-Rheinland-Pfalz. Und zwar am kommenden Montagabend, das ist dann der 31. Juli, wieder sind Sie herzlich eingeladen zu einem Web-Talk. Sie finden die näheren Einzelheiten auf der Seite freiheit.org. Und dann in unserer Reihe Werte verbinden geht es am kommenden Montag um den Wert der Faulheit und um den Wert des Fleißes, vom Wert des Nichtstuns. Darüber werden wir am Montagabend nachdenken. Übrigens ein hochbrisantes, hochpolitisches Thema. So, in dem Sinne, ich wünsche Ihnen allen noch einen guten Abend. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Über freiheit.org können Sie sich auch für den nächsten Web-Talk anmelden. Und bis dahin lassen Sie sich wunderbar schön an diesem Sommerabend durcheinander wirbeln. Danke, dass Sie dabei waren.